Mein Highlight der heutigen Etappe war, glaube ich, der Steilkurvenfahren. Ne? Das ist sehr, sehr schön und das hat man ja selten, dass man so eine Steilkurve fahren kann. Und ich bin ganz glücklich gewesen, bin sofort reingestürzt in die erste Kurve. Ja, ich bin 2015 jetzt das erste Mal bei der E-Cross Rally dabei und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine Veranstaltung, wo man merkt, dass hier noch mehr passieren wird, die im Aufbau ist. Es wächst jedes Jahr. Das ist eine gute Sache und eine wichtige Sache, weil wir haben nur eine Umwelt, mit der müssen wir natürlich gewissenvoll umgehen. Und die E-Mobilität ist der richtige Weg dahin. Ich bin schon immer Autofan gewesen. Durch die Elektromobilität ist es natürlich nochmal ein Ticken verstärkt worden. Und das ist wie ein Computerspiel. Eigentlich ist es so ein... Ja, man guckt immer Reichweite, man versucht immer noch mehr Energie der Batterie zuzuführen. Und es ist natürlich unglaublich angenehm zu reisen und dabei nichts zu hören, einfach lautlos dahin zu gleiten. Ja, die heutige Etappe war sehr entspannt eigentlich. Wir sind zunächst einmal zu einem Fotoshooting gefahren, nach Schloss Dück. Für mich sehr, sehr interessant, dass dieses Auto so ganz normal im Straßenverkehr also mitrollen kann und auch unglaublich schnell ist in der Beschleunigung. Ich bin 180 gefahren. Dann sind wir auf die Teststrecke gefahren und ja, die ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Eine Bremsprüfung auf nassen, also unter Aquaplaning-Bedingungen ist natürlich sehr, sehr viel schwerer. Da habe ich noch ein Beschleunigungsrennen verloren gegen einen P85D, der 700 PS hatte. Ich habe leider nur etwas über 300 PS. Aber es war natürlich spektakulär zu sehen, wie dieses Auto beschleunigt. Es hat mir sehr gut gefallen dieses Jahr und 2016 bin ich bestimmt wieder dabei, weil es eine Menge Spaß ist. Ich habe nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch bis 2016 kontinuierlich Kontakt halten werde. Von daher ist es ein fester Termin im Kalender nächstes Jahr.